Ja, ich darf Sie nach längerer Zeit auch wieder ganz herzlich hier begrüßen. Wobei von Sommer kann ja irgendwie keine Rede sein, wenn ich das so richtig angucke. Dafür haben wir statt wiederkehrender Sonne das wiederkehrende Thema der Aktivitäten des BND. Wir dürfen ja immer über die Medien erfahren, dass der BND was macht, was er vorher dementiert hat. Also es wurde ja dementiert gegenüber dem parlamentarischen Kontrollgremium, dass die amerikanischen Freunde in Anführungszeichen ausspioniert werden. Jetzt hat sich gezeigt, dass es doch getan wird und natürlich auch die Türkei als NATO-Partner ausspioniert wird. Das drückt natürlich schon aus, dass sich die Verselbstständigung der Nachrichtendienste in einem Ausmaß verbreitet hat, wie wir uns das alle nicht vorstellen können und was wir doch als hochbedrohlich ansehen müssen, auch für die demokratischen Grundsätze in diesem Land. Die große Frage, die sich dort stellt, haben sich da nicht in Wirklichkeit schon gewisse Monster Zustände rausgebildet, wo die Geheimdienste, die Nachrichtendienste agieren außerhalb jeglicher parlamentarischer Kontrolle. Und da muss ganz klar das Primat der Politik wiederhergestellt werden. Die Geheimdienste müssen von der Politik, vom Parlament kontrolliert werden. Und es muss dafür Sorge getragen werden, mal ausgenommen davon, dass wir ja sowieso der Meinung sind, sie sind überflüssig, dass sie der demokratischen Kontrolle unterliegen. Ich will das gar nicht beurteilen mit der Türkei oder mit der USA oder ob da jetzt irgendwie ein Ausgleich hergestellt wird für die Spionage der USA. Das halte ich für die falsche Debatte, die auf beiden Seiten haben sich hier Verselbstständigungsprozesse herausgebildet, die nicht akzeptabel sind. Gleichzeitig muss jetzt aber auch geprüft werden, wer hat das Parlament angelogen? Es wurde deutlich gesagt, da wurde nicht spioniert, jetzt kommt es doch heraus. Und deswegen will ich das insofern schon personalisieren, dass im Mittelpunkt dieser Affäre natürlich der BND-Chef Schindler stehen und auch Kanzleramtschef Altmaier. Sie müssen der Öffentlichkeit und müssen auch im Parlament erklären, wer jetzt eigentlich die Wahrheit gesagt hat und wer gelogen hat. Und ich glaube, man muss beiden raten, das sehr schnell zu tun. Zweitens die Lage im Irak. Natürlich erschüttern die Bilder, die wir da jeden Tag sehen. Und es drängt sich auf, wie kann eigentlich eine Lösung dieses Konfliktes herbeigeführt werden. Es übertreffen sich gerade auch die Forderungen nach Interventionen oder nach Waffenlieferungen an die Kurden. Ein bisschen eine Verdrehung auch der Geschichte. Auf einmal werden natürlich jetzt Kräfte unterstützt, von denen man in der Vergangenheit eigentlich gar nichts wissen wollte. Ich weise darauf hin, dass wir alle gut beraten sind, hier kühlen Kopf zu bewahren und jetzt nicht der Meinung zu sein, dass hier kurzfristig das Problem gelöst werden kann durch eine Ausdehnung der Waffenlieferungen oder durch die direkten Interventionen. Es mangelt im Irak sicher an vielem, aber nicht an Waffen. Und ich habe schon letzte Woche darauf hingewiesen, dass wir natürlich hier es auch bei den Kurden mit drei unterschiedlichen Strömungen zu tun haben, dass natürlich dieser Konflikt auch ein Stück weit genutzt wird, sich vom Irak als Staat loszulösen. Also ich habe in der Vergangenheit, was die Außenpolitik anbetrifft, Jürgen Trittin nicht so oft recht geben können. Aber wenn er jetzt sagt, wir brauchen nicht praktisch neue Waffenlieferungen, sondern wir brauchen eine neue Nahostpolitik, die dauerhaft diesen Konflikt befriedet, dann hat er sicherlich recht. Das Richtige, was in dieser Situation getan werden muss, ist die humanitäre Hilfe zu intensivieren. Wir müssen Hilfsgüter in die Region bringen. Wir müssen vor allen Dingen mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und was wir auch müssen, wir müssen den Druck auf die Türkei erhöhen.
Es kann nicht sein, dass da immer noch nachlässig mit dieser Terrorgruppe ISIS umgegangen wird, sondern die Türkei muss mit dafür Sorge tragen, dass sie nicht offene Grenzen vorfinden, dass die offen auch von ihnen bekämpft werden. Das ist immerhin unser NATO-Partner und da kann man verlangen, dass dort mit solchen Kräften anders umgegangen wird. Man sieht übrigens an diesem Beispiel, die ISIS ist ja aufgerüstet worden und toleriert und unterstützt worden von der Türkei, als sie noch gegen Assad gekämpft haben. Auch von anderen Kräften. Jetzt auf einmal kehrt sich das selber gegen sie. Also man ist gut beraten, die Finger davon zu lassen, solche Gruppen stellvertretend für die eigenen Interessen kämpfen zu lassen. Dritter Punkt, Lage in der Ukraine. Natürlich wissen wir, dass weiterhin geschossen wird in der Ukraine und der Konflikt auf keinen Fall befriedet ist und nicht mal eine große Aussicht darauf besteht, dass er schnell befriedet werden kann. Die Ursachen haben wir hier schon öfters dargelegt. Natürlich begrüßen wir auch, wenn unser Außenminister jetzt versucht, die beiden Außenminister der Ukraine und von Russland an den Tisch zu bringen und nach einer friedlichen Lösung zu suchen. Wir haben immer schon gesagt, lieber 1000 Stunden verhandeln als eine Stunde schießen. Aber ich habe große Zweifel, ob das langfristig trägt. Der Westen, und das wiederhole ich nochmal, hat eben in diesem Konflikt Partei ergriffen. Und es ist eben die große Frage, ob er auf die Dauer geeignet ist, als Schiedsrichter oder als Moderator oder als Vermittler in diesem Konflikt aufzutreten, zumal immer noch die ukrainische Regierung nicht zur Mäßigung ihrer militärischen Operationen gedrängt wird. Das scheint mir dringend notwendig zu sein, dass aufgehört wird, dort auf die eigene Bevölkerung zu schießen. Im Kern wäre das schon die Stunde der UNO oder auch der OSZE hier zu vermitteln und eine offizielle Vermittlungsinstanz einzuführen. Im Prinzip brauchen wir neben dem Waffenstillstand in der Ukraine dringend sowas wie eine demilitarisierte Zone im Osten der Ukraine. Das wäre zumindest mal ein Weg, wie dauerhaft Frieden hergestellt werden kann. Ein weiterer Punkt sind natürlich von uns von großem Interesse als Linke die drei anstehenden Landtagswahlen im Osten, in Sachsen schon 31. August und dann in Brandenburg und Thüringen zwei Wochen später. Selbstverständlich haben wir klare Ziele für diese Wahlen. In Sachsen wollen wir eigentlich die mehr oder weniger deutliche, kontinuierliche Herrschaft der CDU in diesem Land endlich erbrechen. In Brandenburg wollen wir die rot-rote Koalition fortsetzen und in Thüringen wollen wir dazu beitragen, dass endlich ein erster linker Ministerpräsident regieren kann in einer rot-roten oder noch besser rot-rot-grünen Koalition. Nach dieser Pressekonferenz beginne ich selber mit meiner Sommertour durch die drei Länder. Das beginnt natürlich selbstverständlich zuerst in Sachsen, weil dort gehen wir ja schon etwas in die heiße Phase des Wahlkampfes. Es findet dort Wahlkampf statt, obwohl die CDU ja praktisch die Landesregierung den Wahltermin praktisch an den letzten Tag des Ferienendes gelegt hat und eigentlich kein Interesse an einem Wahlkampf hat. Aber wir wollen die Gelegenheit nutzen. Ich will auch die Gelegenheit nutzen, meinen Beitrag zu leisten in Terminen mit Beschäftigten, in Krankenhäusern, bei Amazon mit Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen und natürlich an den Infoständen der Linken auf vielen Veranstaltungen mit dazu beitragen, dass die Linke dort einen erfolgreichen Wahlkampf führt. Zumal Frau Merkel ja in der letzten Woche den Eindruck
zu erwecken versuchte, als sei im Osten der Republik ja doch alles in bester Ordnung und die ostdeutschen Bundesländer seien auf dem richtigen Weg und insbesondere sie selber hätte doch einiges dazu beigetragen, dass das so ist. Dem kann man nur widersprechen. Wir haben immer noch keine Rentengerechtigkeit zwischen Ost und West. Ein ostdeutscher Rentner oder Rentnerin verdient bei gleicher oder bekommt bei gleicher Erwerbsbiografie immer noch 100 bis 120 Euro Rente weniger als ein Westrentner oder eine Westrentnerin. Bei der Mütterrente ist ein Ostkind immer noch knapp 4,50 Euro weniger wert als ein Nachwuchs aus dem Westen. Und jetzt die Ankündigung, das irgendwie auf 2020 zu machen mit der Rente, stellt uns keinesfalls zufrieden. Wir sagen, das muss spätestens bis 2017 auf den Weg gebracht sein und darf nicht auf künftige Regierungsperioden verschoben werden. Dafür ist es höchste Zeit. Wir sehen auch noch ein paar andere Probleme, die im Osten speziell sind. Nach wie vor ist die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt doppelt so hoch. Die wird auch, glaube ich, dadurch noch relativiert, wenn man die vielen Pendlerströme sieht. Wir haben nach wie vor eine Wanderungsbewegung vieler junger Menschen und damit einen Leerzug ganzer Landstriche im Osten. Wir haben eine ärztliche Unterversorgung im ländlichen Bereich, die evident ist und beängstigende Ausmaße annimmt. Wir haben eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen, die nach deutlich höher ist als in anderen Regionen des Landes und die nur verdeckt wird durch die vielen Fördertöpfe. Wenn die auslaufen, werden viele Kommunen dort in richtig große Probleme kommen und der Niedriglohnbereich und die prekären Arbeitsverhältnisse sind auch im Osten überdurchschnittlich hoch. Wir haben einen klaren Gegenentwurf zu der Politik des Weiter-so. Das bedeutet, wir wollen einen Paradigmenwechsel zum sozial-ökologischen Umbau. Da werden in Ostdeutschland zum Teil auch schon gute Sachen probiert auf der kommunalen Ebene. Wir wollen eine bessere Bildung, wir wollen eine solide wirtschaftliche Grundlage mitschaffen. Wir wollen offensive Strukturpolitik dort befördern, dass neue Industrien angesiedelt werden. Und wir wollen natürlich diese Unterschiede bei Löhnen, Arbeitsbedingungen, Renten beseitigen. Insofern hat die Bevölkerung in Ostdeutschland eine klare Alternative, die bietet die Linke dort. Und natürlich wird es in besonderem Maße interessant, auch für die bundesrepublikanische Diskussion, wenn wir es tatsächlich schaffen, in Thüringen einen Wahlerfolg einzufahren und auch noch den Ministerpräsidenten zu stellen. Ich glaube, das wird die Debatte in Deutschland insgesamt auch über die Rolle der Linken in der Politik noch mal in Fluss bringen.